Hi, yo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen heute die Seidenstraße. Und ja, wir haben ihn sogar noch getroffen. Ich dachte schon, er fährt weg und wir hätten jetzt gleich am Anfang voll daneben geheimt. Und das wäre natürlich so ein klassischer Einstand mal wieder. Oh nee, er kommt doch da weg. Ach Gott, der macht uns sogar fertig. Wir suchen uns mal mit der Nate. Wir müssen hier aber dann haben wir von unserem Tank bleiben. Ich meine, gut, ist in Ordnung. Ich dachte eh, dass der drauf geht, aber da darf halt auch kein anderer einsteigen. Dachte ich sehr wichtig. Hallo? Na gut, hat er uns nicht gesehen? Nö, wir stellen keine Fragen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für den gratis Kill. Und dann fahren wir mal ein bisschen weiter. Und hoffen, dass wir da vielleicht sogar A vorne mit einnehmen können. Nö, nö. Da latschen sie zwar schon durch die Gegend, aber wir haben einen Plan. Wir wollen ja nicht nur Kills machen, sondern wir wollen ja auch irgendwie ein paar Flaggen einnehmen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht großartig weiter. Da habe ich doch zu viele Fahrzeuge gesehen. Wir werden mal woanders lang fahren. Und wieso ist er gleich abgestiegen? Na gut, wenn er den Punkt alleine einnehmen will, das ist sein Ding. Das ist sein Ding. Wir spielen relativ frisch jetzt auf dem Server. Das ist übrigens die Rentner, die zocken oder so heißt der Server. Das ist auch einer aus unserer schönen Favoritenliste, auf dem wir aber relativ selten sind, weil ihr seht, es sind 1200 Tickets. Das ist mit dem Schneiden am Ende immer ein bisschen problematischer. Aber es ist natürlich auch wiederum ganz witzig, dass man auf einem deutschen Server ist, weil mein Lieblingsserver, der Dice Friends Server, ist halt nun mal englisch. Ich meine, damit hätte ich kein Problem, aber es ist halt, ne, also wenn der englisch... Aha. Das ist ja englischsprachig, ja, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt die Probleme, sondern... Wo war der denn? Was? Hä? Der musste uns hinterhergelaufen sein, weil... Also ich kann den wohl schlecht in dem Zelt dort übersehen haben. Aber gut, aber gut, aber gut. Wir beschweren uns nicht, sondern machen am besten einfach mal gleich weiter. Vielleicht sogar auch mal mit einem Tank. Gerade auf der Map sind Fahrzeuge das A und O. Und deswegen... Ach ja, genau. Jetzt zählst du wieder ein. Ich hatte mir vorhin überlegt, was gibt es hier so als kleine Anekdote zu dem Gameplay. Und zwar guckt euch Marco Polo an. Denn Seidenstraße, ne, ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Ding. Ja, die nehmen wir noch ein. Und das ist auch so ziemlich dabei geht, nämlich so um das gesamte Kanat. Das Kanat muss gerettet werden, sozusagen, oder beschützt werden, oder erhalten bleiben. Und dazu gehört natürlich auch die Seidenstraße. Oh, wir haben ihn überfahren. Was wollte der denn? Was wollte der nicht? Wahrscheinlich wollte er uns sprengen, aber... Da kommen jetzt aber eine ganze Menge. Alter, was wollen die denn hier hinten? Das ist doch unser Punkt. Das ist doch also unser Anfangspunkt. Das können sie doch nicht tun. Oder wurde einer gekickt wegen Language Violation? Hart. Also, das finde ich cool. Also, ich meine, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Deswegen, vielleicht war es in dem Fall sogar scheiße. Aber, ich meine, dass es sowas gibt, finde ich gar nicht schlecht. Das gibt es bei DICE nämlich nicht. Gibt es ja ab und zu mal auch so Kandidaten, wo ich mir denke, so, ja, ich meine, das sind in der Regel dann Kiddies. Aber die dann teilweise irgendwelche rechtsradikale Scheiße oder sowas sagen. Und dann, wenn ich mir denke, so, ja, wir wissen alle, dass du jetzt wahrscheinlich gerade 10 Jahre alt geworden bist. Und jetzt ein bisschen nach Aufmerksamkeit suchst. Deswegen sollte man das jetzt nicht unbedingt dann auf die, naja. Aber, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, das ist, wenn Leute dabei sind, die das Ganze dann vielleicht doch sehr kritisch sehen, weil sie sich davon vielleicht irgendwie persönlich angegriffen fühlen, dass für die das schon eine sehr schöne Nummer ist, wenn die sehen, dass das nicht einfach so durchgerungen wird, sondern durchgewunken wird, sondern dann auch wirklich irgendwie, die dann wenigstens rausgeschmissen werden. Und dann haben sie halt die Chance. Was will er tun? Was will er tun? Was hat er davor? Ich dachte schon, der sprengt uns. Aber gut, er lässt uns die Chance, ihn noch zu killen. Alles klärchen. Ich meine, es ist natürlich dann immer schön zu sehen, wenn jemand das halt wirklich dann persönlich nimmt und denkst, ja Gott, hier wird immer nie was gegen getan. Und dann sieht er, oh, der wird gekickt. Dann denkst du, ja gut, so ist in Ordnung. Auch nicht mehr, aber halt, ne, so geht's halt nicht. Oh, der hat uns noch nicht auf dem Schirm. Der hat uns noch nicht auf dem Schirm. Jetzt hat er uns auf dem Schirm. Dann kriegt er gleich die nächste Rakete. Hat er keinen aktiven Schutz? Nö, hat er nicht. Und den haben wir. Sauber. Ich spiele mal ein bisschen Artillerie, ist ja eigentlich nicht so unbedingt meins. Wir müssen eigentlich da fast noch näher ran. Aber wir gucken mal, ob wir vorher noch den kleinen Heli hier kriegen. Der nervt mich hier schon die ganze Zeit so ein bisschen. Und da ist schon einer zu uns gekommen und gleich wieder ausgestiegen. Auch ein Sniper, naja gut. Der Map kann ich das sogar fast... Oh, der will uns doch sprengen, oder? Nee, will er nicht. Kann ich sogar fast verstehen. Weil hier ist einfach so, ne, Panzer oder Sniper fast das Einzige, was man großartig machen kann. Alter. Was hatte der denn davor gehabt? Das habe ich jetzt noch echt gar nicht gecheckt. Komm schon. Ist er zu niedrig geflogen? Na, Mist. Naja, gut. Okay. Oh, Alter, was für er denn? Mist, da können wir die Rakete nicht mehr schießen. Na. Ach. 10 Schaden machen wir ihm ja tatsächlich. Ah, da müssen wir eigentlich mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren zu treffen, weil bei 10 Schaden pro Schuss ist das ja schon, können wir ihm durchaus ein bisschen echt was vermöbeln. Oh, der will uns, oh Gott, und da kommt noch der andere Jet dazu. Oh, ist ja mies, und der andere Jet auch noch, Alter, was? Okay, der hat's.
Er muss da super knapp dran vorbeigegangen sein. Ey, was war das denn bitte für eine Show gerade? Super geil. Jetzt müssen wir so schön unser Fahrzeug hier reparieren. Oh, da oben. Da prangt das schicke YouTube-Zeichen. Ich weiß nicht. Das sieht immer danach aus, als hätten wir das in 5 Minuten gemacht, aber es waren tatsächlich sogar mehrere Stunden. Also das von Line ist es tatsächlich besser geworden. Der hat da genauso lange dran gesessen. Aber das sind natürlich auch alles eher so Logos. Da kann man, naja. Aber ist egal, so ein bisschen Schleichwerbung muss halt auch sein. Finde ich immer noch angenehmer, als aktiv Werbung zu betreiben. Also das muss dann auch nicht. Also ich meine, mittlerweile erlebt man ja sowas dann teilweise schon mal. Auch bei Heroes of the Storm und sowas hatte ich das erlebt. Dass dann die kommen in den Lobby rein und dann wird am Anfang erstmal geschrieben, ja hier, check mich aus, ich bin der und der auf YouTube, Twitch und gleich mit Link und so. Ich denke so, Alter, was soll das? Ich habe keinen Bock irgendwie von sowas, wenn ich einfach nur zocken will, dann ist doch einfach irgendwie ein bisschen frech. Und hierbei ist es halt irgendwie so... Der hat aktiven Schutz. Hierbei ist es halt irgendwie so, finde ich, eine passive Sache. Ich meine, ist natürlich, kann man auch wahrscheinlich schon drüber streiten, aber ich finde, wenn schon, dann halt wenigstens irgendwie passiv. Komm schon. Okay, das ist noch nicht fertig. Müssen wir doch. Könnten noch nicht. Ach, Mist. Oh, Hallöchen, wer bist du denn? Nee, das hätte er natürlich lieber nicht machen sollen. Da einfach blöd in der Gegend rumstehen. Nicht nur wegen mir. Hey, ich will es doch kaputt machen. Jetzt. Ja. Ich meine nur nicht wegen mir, sondern auch grundsätzlich, ne, weil wir hier einfach mit der Sniper-Nummer unterwegs sind. Also zum Beispiel wäre es dann auch so, also ein gutes Beispiel, glaube ich, wo man, oh, bitte, das war's, weg hier. Wo man dann, ach, nein, tut's nicht, nicht mein Panzer. Ach, sie haben ihn geknackt. Die gemein, ich werde mich rächen, ich werde mich ganz böse rächen, wenn nicht jetzt, dann im nächsten Leben, nächste Runde. Muss er dafür dran glauben. Der hat auch aktiven Schutz. Mensch, das ist okay, gemein. Kann man alleine ja gar nichts mehr ausrichten. Na gut, der kommt jetzt. Na los, markiert ist es. Und da ist auch, glaube ich, gerade auch schon... Oh Mist, jetzt haben sie uns endgültig gesnippt. Ist euch wahrscheinlich auch gerade eine Neuerung hier aufgefallen. Oder was heißt Neuerung? Ich hatte es ja schon mal, aber ich habe es jetzt auch wieder so gemacht, weil ich es irgendwie cooler finde. Und zwar... Es gibt hier tatsächlich... Ach, wo können wir denn hin? Könnt natürlich... Nee, wie man es moppet halt. Ich habe das Zielkreuz weggemacht. Das Luftzielkreuz ist komplett jetzt transparent. Das sieht man gar nicht mehr. Nur noch, wenn ich ranlege, gibt es halt regulär das Visier. Also im Endeffekt so wie im HC-Modus. So jetzt halt auch, weil irgendwie finde ich das cooler, muss ich sagen, in den meisten Fällen. Weil es ist halt doch alles, finde ich, immer noch so sehr bildgewaltig, dass der HUD dem Ganzen irgendwie mal nicht schmeichelt, meiner Meinung nach. Ich habe mir den HUD bei Battlefield 1 zum Beispiel jetzt angeschaut. Und da fand ich den insgesamt sogar besser. Also ich hoffe, dass man da auch genauso extrem viel customizen kann wie hier bei Battlefield 4. Aber der hat mir besser gefallen. Der war subtiler. Aber mal schauen. Ich meine, ich habe auch auf YouTube schon Videos dazu gesehen, bei denen sie halt echt alles aus hatten. Also wirklich, so wie ich es auch schon mal versucht hatte, so einigermaßen. Und das sah auch richtig geil aus. Ich meine, ich weiß, dass es leider nicht hundertprozentig funktioniert. Also ich für mich würde sowas sogar fast versuchen. Aber das hatte ich ja schon mal bei Battlefield 4 und dann haben doch viele sich beschwert, dass sie doch viele Sachen doch gerne sehen möchten. Sowas wie Leben und halt die Minimap oder sonst sowas alles. Deswegen habe ich es dann wieder mit reingenommen. Und das wird deswegen bei Battlefield 1 auch nicht gehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass der HUD insgesamt subtiler ist... Wo sind sie denn? Hm? Oh, da hinten. Oh, da sind eine ganze Menge. Oh, zwei haben wir schon. Mist, der kann doch nicht sein. Wieso lebt er denn noch? Zack. Ach Mist, schade. Ach, da hinten liegt der noch. Mensch, ich dachte, da hätte ich alle weggezwirbelt da hinten. Kacke. Na gut, aber deswegen hoffe ich mal, dass wir es bei Battlefield 1 dann ein bisschen anders regeln können, dass wir da vielleicht sogar am Ende einen besseren Kompromiss finden, als jetzt bei Battlefield 4 der Fall ist. Weil jetzt mache ich eigentlich vieles zu euren Gunsten im Endeffekt, was den Hub und so angeht. Wenn es nach mir ginge, ich hätte eigentlich fast gar keinen Hub. Alter. Huh, böse. Die Glock, die ist halt ein Selbstläufer. Letztens gab es dazu einige Kommentare, so nach dem Motto, ja, nimm doch mal eine andere oder weiß ich was, wo ich mir dachte, ja, die Glock ist, wer einmal mit der Glock gespielt hat, also ein bisschen länger gespielt hat, bitte, oh, das ist ein Panzer. Mist. Nee, nicht mal der Panzer hat mich gekillt. Der wird auch wahrscheinlich schon wissen, dass die Glock 18 dermaßen imbar ist, dass man da kaum mit einer anderen Sekundärwaffe spielen kann. Also vielleicht noch die abgesägte Schrotflinte. Das könnte noch durchaus was bringen, aber die hat natürlich dann auch wieder so die Probleme mit der Range. Und mit der Glock, wenn man einigermaßen sich mit der eingespielt hat, kann man sogar fast auf alle Distanzen spielen, die man normalerweise auch mit einer MP spielt. Und das ist echt brutal für so eine kleine Knifte. Die wollen uns! Die greifen uns hier schön in der Base an, das ist natürlich echt bitter.
Mein Gut ist grenzwertig, weil ich hier auch natürlich auch versucht hätte rauszuschießen. Ich finde immer, wenn man die Base, wenn man schon dabei angreift, dann kann man auch angegriffen werden. Na, da ist doch einer gewesen. Oh Gott, doch. Was ist er denn? Ach so, Hilfestellung. Na gut, okay, okay. Gehen wir mal gleich weiter. Oh, da oben ist einer. Den holen wir uns auch mal. Nee, machen wir nicht, aber wir holen ihn uns jetzt. Ja, gut. Wird leider nichts mehr. Du kommst da nicht mehr raus. Sauber, sauber, sauber. Da ist ein Panzer. Den holen wir uns jetzt. Komm schon. Zack. Nummer 1. Jetzt müssen wir wieder eindrehen. Komm, jetzt knacken wir ein bisschen mit dem normalen. Ach, der hat aktiven Schutz. Dann drehen wir nochmal eine Runde. Jetzt können wir auch wieder die große Rakete beschießen. Hier, komm, los. Jetzt tu's. Oh, der ist rechtzeitig eingestiegen. Hat er echt Glück gehabt. Jetzt. Der muss, kann nicht mehr viel Leben haben. Bang. Ja, wir haben ihn. Sauber. Sauber, sauber. Dann fliegen wir mal am besten. Oh, da haben wir noch einen. Oh, was geht den nächsten? Oh, der wurde schon gekillt. Auch nicht schlecht. Nehmen wir vielleicht sogar mit die Flagge hier ein. Warum nicht? Das war mal ein bisschen risky. Auf die Nähe kann uns wahrscheinlich nahezu jeder irgendwann dann auch abschießen. Oh, und da ist es auch passiert. Ich dachte, oh, sogar aus einem anderen Heli. Nice. Nicht schlecht. Ich meinte jetzt aber nicht mal unbedingt Raketen, sondern aber ab einer gewissen Distanz kannst du einfach wieder durch die Windschutzscheibe sozusagen schießen beim Helikopter, weil die ist nicht kugelsicher. Habe ich selber auch schon gemacht. Das klappt irgendwann dann recht gut ab einer gewissen Distanz. Und so deswegen. Aber ich wollte ja noch das schöne Beispiel bringen. Ja, ich habe es natürlich vergessen zwischenzeitlich. Aber mir ist es jetzt wieder eingefallen. Oh, warte, ich steig mal lieber hier aus. Dass ich ja noch sagen wollte von wegen aktiver und passiver Werbung. Also bei No Man's Sky, finde ich, ist zum Beispiel eine ganz schöne Variante. Mein Name, wenn es dann irgendwann so richtig Multiplayer-mäßig wäre oder sowas, den würde ich noch die Prototypen YouTube nennen als passive Werbung. Aber ich würde zum Beispiel nicht anfangen, Planeten YouTube, die Prototypen YouTube 1, die Prototypen YouTube 2 und so weiter. Ja. Zu benennen. Das finde ich wiederum scheiße. Weil das finde ich halt, greift dann irgendwie schon mit in die Spielwelt von anderen Leuten irgendwie mit ein. Also das ist ungefähr so die Grenze, die ich für mich ziehe. Und an dem Beispiel natürlich jetzt nur ausgemacht. Aber ich glaube, ich glaube, das ist noch so weit in Ordnung. Aber ja, ja. Was soll's. Da hinten sind sie. Komm, da setzen wir mal ein paar Punkte hin. Da ist noch ein Panzer, da fährt sogar noch ein zweiter rein. Komm, da müssen wir 100 Pro was treffen. Das ist soweit gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo können wir noch hin? Jetzt müssen wir in die hinteren Punkte schon schießen. Auf der Map kann man tatsächlich sogar dreimal super schießen. Ja, wir haben einen. Sauber, sauber, sauber. Sind da etwa, snipen sich da drei Sniper und der eine rennt weg. Aber komm, die oder sind nochmal drei, oder? Die müssen wir super duper kriegen. Mal gespannt. Zwei haben wir. Ne, drei haben wir. Ja, oder? Oder vielleicht war auch der andere schon von der Farbe. Ist egal. Nice, da haben wir schon ein paar Sniper weggehauen. Das freut mich natürlich immer ungemein. Ach, der hat aktiven Schuss. Aber jetzt müsste sie sitzen. Na? Ach, jetzt können wir nicht mehr. Aber ist egal. Hallöchen. Nimm das. Und getroffen. Und bam. Nice. Da wurde er richtig böse vermöbelt. Finde ich auch immer ein bisschen schön. Oh, nee, der ist von uns. Der ist von uns. Können wir noch hin. Da endet der Heli ist von uns. Das passt auch soweit alles. Ich glaube, den Punkt haben wir so relativ safe momentan. Das heißt, wir können uns sogar überlegen, ein bisschen anders hinzugehen. Nimm das. Ah, schön. Hier gibt es echt ein paar Soflams mit auf dem Server. Gab es bei dem Dice-Server leider relativ selten. Ich meine, ich mache es da selber auch nicht, deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn es sowas gibt. Ja. Aber hier gibt es das durchaus. Das finde ich ganz toll. Aber wenn wir so ein bisschen auf die Tickets sehen... Wo ist er? Ist der weg? Nee, da ist er noch. Den holen wir uns noch. Jetzt wird es natürlich langsam auch ein bisschen knapp. Vor allen Dingen... Oh, okay. Doch nicht. Dann nehmen wir sogar das Moped. Wenn sie uns schon den Super-Duper hierher gefahren haben, dann fahren wir damit auch gleich weiter. Nicht wieder zu den Bären nach oben. Mein Cool ist wirklich bei den 1200 Tickets, dass hier sogar noch eher ein Hin und Her möglich ist. Weil, also so ein Comeback sozusagen. Damit wir auf keinen Fall den Berg vor uns treffen. Hat geklappt. Das ist... Wurst. Ach, Mist. Jetzt haben sie den schon so... Oh, Hallöchen. Da haben sie ja doch ein paar. Wo wollt ihr denn hin? Da haben wir den ersten. Oh, der sollte sich nicht hinlegen, wollte ich sagen. Und da wäre er von hinten abgeschossen. Schade, schade, schade. Der andere wäre so schön Gratis-Kill gewesen auf die Distanz. Aber gut. Wir beschweren uns nicht. Ist gar nicht so schlecht gelaufen für uns. Vor allen Dingen mit dem Bomber, der Einsatz. Der war endlich mal gelungen. Da gelingt mir relativ selten was, weil ich mit dem super selten spiele. Oh, da ist ein Panzer. Komm, den können wir vielleicht noch einen einschenken. Noch 5 Tickets. Noch 4. Zack. Einmal. Komm, den nächsten. Nein, nicht mehr. Da ist er vorbei. Haben wir verloren mit 464 Tickets. Das ist hierbei gar nicht so viel, weil es halt auch mehr Tickets gibt. Trotzdem hoffe ich mal, dass es ein bisschen ausgeglichener wird zur nächsten Runde. Und dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.